Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Talk About Sports. Heute haben wir gleich zwei Interviewpartner und zwar sprechen wir heute mit dem Justin und mit dem Luca. Das sind beides die Gründer und Geschäftsführer von Yuka Football und Yuka Football haben gerade zwei sehr spannende Vakanzen bei uns online gestellt. Und zwar suchen sie einmal Fußball-Individualtrainer und zwar bundesweit. Und sie suchen Sales Manager, gerne als freier Mitarbeiter, aber ich denke, da werden wir gleich im Detail mit den beiden Jungs drüber sprechen. Und ich habe gesehen, dass sie auch schon mit dabei sind. Wir werden sie einfach kurz dazu holen. Servus. Moin. Moin. Hört und seht ihr mich? Sehen wir wunderbar. Ich richte das hier nochmal kurz. So. Ja, ich habe euch gerade schon angeteasert. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt für eure Stellen und für unsere Abonnenten natürlich. Bevor wir über die Stellen sprechen, erzählt doch mal kurz was über euch und über Yuka Football. Ja, gerne erstmal danke für die Einladung. Danke, dass wir hier sein dürfen. Hat ja letztes Mal auch schon gut funktioniert. Ja, erstmal, ich bin Justin, das ist Luca. Wir sitzen auch häufiger mal vor der Kamera, deswegen ist es für uns auch nichts Neues. Wir machen auch gerne regelmäßig Livestreams. Genau, du hast es schon angesprochen, Yuka Football nennt sich das Ganze bei uns. Und, ich habe Yuka gesagt, heißt es Yuka? Yuka, genau. Sorry, Männer. Alles gut. Das ist nicht das erste Mal, von dem her kennen wir das schon. Das ist gar kein Problem. Nee, grundsätzlich sind wir Fußball-Individualtrainer. Also wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, dass wir jungen Fußballern und Fußballerinnen helfen wollen, sich individuell zu verbessern. Weil wir eben sehen, dass gerade im Nachwuchsbereich, dass vielen jungen Fußballern die Chance sozusagen verwehrt wird oder dass sie noch nicht richtig die Möglichkeit haben, professionelles Individualtraining zu absolvieren. Und das ist aber einfach notwendig, um neben dem Mannschaftstraining auch an seinen einzelnen Stärken und Schwächen zu arbeiten. Und genau das haben wir es uns zur Aufgabe gemacht. Wir wollen quasi über Social Media und auch über verschiedene Dienstleistungen und Produkte, da werden wir jetzt ja auch im Livestream nochmal drauf eingehen, wollen wir einfach jungen Fußballern im Allgemeinen helfen, sich individuell zu verbessern. Das ist so unser Wunsch und unsere Aufgabe. Genau, von mir natürlich auch nochmal ein herzliches Willkommen an alle. Cool, dass ihr auch alle dabei seid. Und genau, ich bin Luca, mache das Ganze mit Justin entsprechend jetzt schon, ich glaube, 3 Jahre fast. Und wir haben uns eben, wie Justin gerade schon gesagt hat, zur Aufgabe gesetzt, eben den Einzelnen zu verbessern, machen das mittlerweile sehr, sehr beständig mit vielen, vielen Jungs und Mädels und haben da eben ganz, ganz viele Ideen, die wir jetzt eben auch mit noch einigen neuen Mitarbeitern umsetzen wollen. Sehr cool. Dann lass uns doch mal direkt über die Stellen sprechen. Ihr habt gesagt, ihr seid selber auch Fußball-Individualtrainer und nun sucht ihr weitere Fußball-Individualtrainer bundesweit, wenn ich es richtig verstanden habe. Für alle, die sich gerne parallel die Stellen nochmal anschauen wollen, wir haben die auf die Website nochmal nach ganz oben gepackt, www.jobsimsport.de, beide Stellen ganz oben direkt zu finden. Sag doch mal was über das Fußball-Individualtrainer bundesweit. Was kann man sich darunter vorstellen? Was sind die Aufgabeninhalte dort? Was bzw. wen sucht ihr da? Genau, im Prinzip geht es darum, wir haben ein einzelnes Konzept, gerade für das Fußball-Individualtraining. Das zeigt einfach auf, mit welchen Übungen wir als Unternehmen sozusagen jungen Fußballern helfen wollen, sich zu verbessern. Und wir bekommen immer viele Anfragen aus unserer Community, auch hier auf Instagram, dass uns auch viele anschreiben, die irgendwo weiter weg wohnen. Wir kommen aus Hamburg und die wohnen halt weiter weg. Und die sagen, hey, ich würde gerne mit euch trainieren. Und dann müssen wir leider sagen, gut, wir können leider nicht einen 5-Stunden-Weg auf uns nehmen. Und deswegen ist es wirklich unser großes Ziel, dass wir viele, viele Fußballtrainer einstellen, die sozusagen dann eben diese Stellen besetzen können. Und diese Jungs, die uns immer wieder anschreiben, wo auf jeden Fall das Angebot da ist, beziehungsweise die Nachfrage da ist, dass die sozusagen diese Nachfrage füllen können. Und grundsätzlich ist es natürlich wichtig, dass man eine Leidenschaft für den Fußball hat. Das ist auch wichtig, dass man da auch schon ein bisschen Erfahrung hat. Nicht unbedingt zwangsläufig im Individualtrainingsbereich, aber als Mannschaftstrainer wäre es schon wichtig, wenn man da ein bisschen Erfahrung hat, mindestens eine Trainer-C-Lizenz vorweisen kann. Und ansonsten sind wir für jegliche Anfrage offen. Generell ist uns wirklich das Wichtigste, dass man die Leidenschaft für den Fußball und einfach diese Leidenschaft, jungen Fußballern weiter zu helfen und sie weiterzuentwickeln, das ist bei uns ganz, ganz wichtig, weil das ist auch das, was wir verkörpern wollen.
Bedeutet, wenn ich es richtig verstanden habe, ihr habt ein relativ großes Netzwerk und es würden gerne auch außerhalb eurer Region Leute sich von euch trainieren lassen. Was natürlich nicht geht, ihr könnt nicht überall gleichzeitig sein, dafür sucht ihr Verstärkung. Wenn ich jetzt Interesse habe, ich habe sogar ein bisschen Erfahrung als Fußballtrainer und möchte es gerne machen, bei euch bewerbe mich. Wie kann man sich denn so ein Training vorstellen, beziehungsweise so ein Ablauf? Also ist es bei mir in der Region und wie soll das vonstatten gehen? Genau, also die Kontaktaufnahme würde quasi natürlich in erster Linie durch uns geschehen, weil uns natürlich die Anfrage gerichtet wird. Unser Individualtraining umfasst immer in unserem Konzept eben eine Stunde, wo es dann gezielt, es gibt wie gesagt ein richtiges Konzept für dieses Individualtraining, was wir dann entsprechend mit demjenigen Bewerber oder der Bewerberin auch durchgehen würden und eben dann mal abklären würden, wie das Ganze abzulaufen hat. Und bei uns ist natürlich ganz, ganz wichtig, wenn wir jetzt mal kurz ein Stück tiefer reingehen, dass eben im Fußball-Individualtraining zielen wir zum Beispiel ganz, ganz verstärkt darauf ab, dass wir häufig kognitive Elemente verbinden mit den einzelnen Techniken. Und sowas ist zum Beispiel mit Bestandteil. Und es sieht dann so aus, wenn wir sagen, zum Beispiel Justin und ich denken eben den Großraum Schleswig-Holstein, Hamburg können wir selber großflächig abdecken, würden da natürlich aber trotzdem auch Unterstützung noch vielleicht gebrauchen können. Aber wenn du oder dich bewerben würdest, würde das quasi so aussehen, dass wir zusammen die ersten Schritte einmal besprechen und dann würde das Training aber tatsächlich bei dir in der Umgebung stattfinden, weil wir entsprechend ja genau, wenn jetzt eine Anfrage aus Köln kommt, du kommst auch aus der Nähe, aus dem Großraum Köln, dass wir dann eben genau vermitteln können und sagen können, hey, ja, es gibt die Möglichkeit, Individualtraining durchzuführen, das läuft auch unter genau dem gleichen Konzept, wie wir das eben vorsehen und du kannst es sogar bei dir in der Umgebung ausführen, weil wir haben da einen entsprechenden Trainer, eine entsprechende Trainerin, die das zusammen mit dir quasi unter der JUKA Football Basis durchführen würde. Ah, okay, alles klar, ich verstehe. Also am besten wahrscheinlich einfach auch dann mal mit euch in Verbindung setzen, wenn man da Interesse hat. Ich denke, alles Weitere wird dann auch direkt im Gespräch mit euch geklärt. Deswegen, das bringt mich gleich mal zur nächsten Frage, wenn man sich gerne bewerben will, soll man einfach, ich meine, normalerweise mit der Bewerbung schickt man seine ganzen Unterlagen hin und dann hofft man, dass man eingeladen wird. Bei euch könnte ich mir vorstellen, dass es vielleicht auch Sinn ergibt, vielleicht einfach mal durchzurufen und zu sagen, wer man ist, was man kann. Oder wie stellt ihr euch so eine Bewerbung, optimale Bewerbung für diese Stelle vor? Absolut. Ich glaube, gerade genau für den Bereich Individualtrainer, so wie du es gerade angesprochen hast, ist uns eben ganz, ganz wichtig, dass wir zusammen mal in den Austausch kommen, eben austauschen können, wie so die bestimmten Erfahrungen, die bestimmten Ansätze sind, dass man da eben dann zusammen einen Konsens findet, ob das zusammen passt. Und da ist uns eben einfach wichtig, wie du schon sagst, einfach den Kontakt aufbauen. Das muss jetzt nicht irgendwie eine riesige Bewerbung am Anfang sein, sondern einfach vielleicht einen kurzen Einblick, wer ich bin, was ich vielleicht irgendwie schon mal gemacht habe. Und dann wirst du mit Sicherheit auf jeden Fall eine Rückmeldung von uns beiden erhalten und dann können wir uns eben einfach mal zusammensetzen, austauschen über die verschiedenen Dinge. Genau, das geht auch beispielsweise, muss jetzt nicht über unsere Mail sein, sondern es kann auch einfach auf Instagram sein. Wenn du jetzt irgendwie spontan dir Idee gekommen ist, dann kannst du uns auch einfach auf Instagram kurz anschreiben und dann können wir da auch gerne den Kontakt herstellen. Cool, das klingt sehr, sehr unkompliziert. Dann sucht ihr einen Sales Manager. Remote möglich, also von überall. Erklärt mal, wofür sucht ihr einen Sales Manager? Was soll er mitbringen und was kann man sich darunter vorstellen? Genau, bei der Sales Manager Stelle, das ist eben ein Bereich, den wir dieses Jahr neu angreifen wollen. Wir haben im letzten Jahr relativ großen Produktlaunch gehabt, gerade für unsere Community, wo wir einen sogenannten Videokurs quasi im Bereich Fußball vertreiben. Genau gesagt sind es zwei in verschiedenen Ausführungen. Da würde man dann nachher auch nochmal später zusammen in einem Bewerbungsgespräch da eben auch durchgehen, das mal vorstellen. Es geht da eben einmal darum, dass es einmal ein praktischer Videokurs im Bereich Fußball ist und einmal eben auch einer mit theoretisch fundierten Wissensinhalten zum Bereich Fußball. Und wie gesagt, da sind wir mit unserer Community eben schon in einem sehr, sehr starken Austausch. Da gibt es einiges an Austausch drüber. Aber wir wollen das eben diese Stelle ganz, ganz stark erweitern. Und zwar eben auch in dem Bereich, dass man mit verschiedenen Vereinen in Kontakt kommt, das Konzept eben entsprechend vorstellt. Und das ist natürlich gerade der Bereich Sales. Da suchen wir eben jemanden, der uns dabei unterstützt, der da von uns nochmal neue Expertise mit reinbringt, der dann eben dieses Netzwerk aufbaut, weil wir dann eben wirklich sagen wollen, wir wollen natürlich mit diesen Produkten, die wir dazu erstellen, Justin hat das am Anfang angesprochen, möglichst viele Fußballer und Fußballerinnen unterstützen. Und dieses Netzwerk, sag ich mal, wollen wir eben so weit erweitern, dass wir eben dort auch die Spanne zu den Vereinen rüberschlagen, zu den Trainern, die da eben auch ein entsprechendes Individualtraining durch diese Kurse so durchführen können, dass es eben für die optimale Leistungssteigerung perfekt ist. Oder aber eben auch natürlich über die Vereine an verschiedene Spieler, die vielleicht Interesse an solchen Kursen durchaus ja haben, dass man da eben einen Kontakt herstellt, dass man da eben dann entsprechend in den Austausch gerät.
und wir dort, ich sag mal, die Produkte in dem Sinne platzieren, sodass wir eine größere Menge an Fußballerinnen noch erreichen können, als wir es eh schon tun. Okay, cool. Klingt spannend auf jeden Fall. Was sollte euer Wunschkandidat mitbringen für die Stelle? Oder eure Wunschkandidatin? Genau, Kandidat oder Kandidatin ist uns erstmal egal, wie du schon gerade richtig sagst. Für uns ist natürlich ganz, ganz wichtig, dass man eben in dem Bereich Sales möglichst schon eine Erfahrung sammeln konnte. Es ist uns aber auch genauso wichtig, dass man eben gerade in unserem Bereich, im Bereich Fußball, ist es ja eben so, dass man sehr, sehr viel auch ausprobieren kann. Und da ist auch ganz, ganz wichtig für Justin und mich, so ist es mit allen anderen, die bei uns im Team mitarbeiten, dass man eben auch eigene Ideen mit einbringt. Also uns ist es ganz, ganz wichtig, dass man konzeptual auch eigene Ideen mit reinbringt, eigene Vorschläge, dass man zusammen was entwickelt. Und ansonsten ist es natürlich wichtig, dass du einen guten Kontakt mit dem potenziellen Kunden dann haben kannst und entsprechende Vorteile auch herauskristallisieren kannst. Und uns wäre natürlich am liebsten, wenn es eben, da haben wir jetzt auch schon einige sehr, sehr ausführliche Bewerbungen zu erhalten, was uns sehr, sehr gefreut hat, dass es eben auch ein Bezug zum Sport ist. Also, dass du nicht nur im Bereich Sales aktiv bist, sondern möglichst auch einen Sportbezug hast, weil gerade im Bereich Sales ist es natürlich ja besonders wichtig, dass du ein bestimmtes Produkt auch überzeugend präsentieren kannst. Und das funktioniert natürlich am besten, wenn du auch hinter dem Produkt stehst, wenn du auch im sportlichen Bereich, ich sag mal, dich auskennst, weißt, was dafür wichtig ist und da einige Hintergrundinformationen hast. Ansonsten ist es so, um jetzt mal ein paar Skills einfach zu nennen, gerade sowas wie Offenheit oder auch Kommunikationsfähigkeit oder Teamfähigkeit, das sind mit Sicherheit Aspekte, die bei uns auf jeden Fall da an erster Stelle stehen sollten, weil ich glaube, das spiegelt jetzt nicht nur gerade die Rolle als Sales Manager wider, sondern das ist auch das, was bei uns im Unternehmen ja, verkörpert wird und was wir auch selbst vertreten wollen und auch tun. Ihr sucht ja jetzt einen freien Mitarbeiter. Das ist ja eigentlich auch fast prädestiniert für einen Studenten beispielsweise. Ist es denn zeitlich machbar, neben seinem Studium jetzt diesen Job bei euch zu machen, oder habe ich das falsch interpretiert? Nee, hast du komplett richtig interpretiert. Das gilt gerade für diese Sales Manager-Position. Wir haben, glaube ich, in die Bewerbung erstmal so einen groben Stundensatz von 15 Stunden quasi mit reingeschrieben, sind dem hingegen aber auch relativ, relativ offen eingestellt. Diese Stunden müssen tatsächlich von uns aus jetzt nicht montags bis freitags immer in dieser und dieser Zeit erledigt werden. Du hast ja eben gerade schon angesprochen. Es handelt sich ja um eine Remote-Stelle und wir haben allen Leuten, die bei uns arbeiten oder die irgendwas mitgestalten, so, dass man da eben ganz, ganz flexibel agieren kann. Wenn es also an einem Tag 4 Stunden sind und an dem nächsten Tag 0 Stunden, dann ist das so. Das ist halt nur wichtig, dass man da entsprechend im Austausch ist. Dafür wäre ein erstes Kennenlernen eben auch perfekt. Du sprichst es gerade an, gerade auch als Student, wenn du gerade im Bereich Sales irgendwie aktiv werden möchtest, ist das bestimmt, glaube ich, eine coole Möglichkeit, dass man eben gleich dabei ist, wenn irgendwas Neues aufgebaut wird, wie jetzt bei uns zum Beispiel im Bereich Sales, wo du auch noch einen großen Einfluss auch nehmen kannst mit eigenen Ideen. Und das sollte genau der Ansatz sein, so wie du es eben gerade gesagt hast, genau. Spannend auf jeden Fall. Jetzt angenommen, als Student hat man in der Regel jetzt noch nicht so viele Berührungspunkte gehabt mit dem Vertrieb. Man ist aber mega heiß jetzt drauf und ist sehr, sehr fußballaffin. Kann man sich trotzdem bewerben bei euch, wenn man den nötigen Elan mitbringt? Ganz genau, Absolut. das ist genau das, was ich eben quasi ausdrücken wollte. Genau das suchen wir. Wir suchen Leute, die eben Lust haben, was zu entwickeln, die richtig Bock haben auf irgendwas, die sich auch einarbeiten können. Da ist es eben ganz, ganz wichtig, dass man da eben erstmal in den persönlichen Austausch kommt, erfährt, wie Justin und ich drauf sind und dann eben auch wir erfahren, wie du drauf bist. Also da sehen wir jede Bewerbung sehr, sehr gerne, freuen uns eben auf ein erstes Kennenlernen und sind dann ganz gespannt, wie man zusammen eben diesen Bereich bei uns optimal gestalten kann. Cool. Wie soll da die Bewerbung ablaufen? Da ein bisschen klassischer oder ähnlich wie bei der anderen Stelle? Im Grunde genommen kann das auch genauso verlaufen. Also klar kann man sich per Mail bei uns melden, logisch, und dann auch die Bewerbungsunterlagen mitschicken. Aber auch da sind wir vollkommen offen. Man kann uns auch direkt per Instagram anschreiben und dann den Kontakt herstellen. Also da sind wir jetzt nicht so, dass wir sagen, es muss sofort eine vollständige Bewerbung mit allem Möglichen, mit Lebenslauf und so weiter, per E-Mail erfolgen, sondern wenn man da einfach auch nur eine kurze Idee hat, dann kann man uns da auch ganz unverbindlich per Instagram beispielsweise schreiben. Genau, nachreichen funktioniert dann ja auch immer noch wunderbar. Okay, perfekt. Nee, also ich glaube, ihr habt da schon viele, viele Fragen beantwortet. Am Ende von uns immer die Frage, warum? Warum sollte man sich bei Juka Fußball bewerben? Ihr beide als Gründer, Geschäftsführer, plaudert mal ein bisschen aus dem Nähkästchen. Warum ist es besonders cool, bei euch zu arbeiten? Naja, im Grunde genommen ist es so, ich glaube, das,
was uns auszeichnet, ist, dass wir diese unglaubliche Leidenschaft für den Fußball haben und dass wir das auch vermitteln wollen an junge Fußballer. Und das ist, glaube ich, das, was uns kennzeichnet. Ich meine, wir sind beide noch sehr, sehr jung, aber wir haben dieses Unternehmen aufgebaut und was sich durchzieht mit dem roten Faden, ist einfach diese unglaubliche Lust und diese Leidenschaft, ja, jungen Fußballern zu helfen und dafür auch Zeit und Energie zu investieren. Und das wird einfach nicht weniger bei uns, sondern das wird nur noch mehr. Und ich glaube, dass das, was uns auszeichnet als Unternehmen, ist diese Offenheit und auch diese Teamfähigkeit, dass wir als Team zusammen auch mit unseren Mitarbeitern an einem Strang ziehen, als junges Unternehmen. Und ich glaube, da hat der Bewerber auch noch mit uns zusammen die Möglichkeit, dass wir gemeinsam wachsen. Und ich denke, es gibt kaum was Schöneres, als wenn man sagt, okay, man hat ein gemeinsames Ziel und man zieht einfach an einem Strang und entwickelt sich gemeinsam weiter. Ich glaube, das ist das im Grunde genommen, was uns als Unternehmen auf jeden Fall auszeichnet. Genau, zusätzlich dazu, was du eben auch schon angesprochen hast, sind die Stellen zumindest, also die Sales Manager Stelle auch eine Remote-Stelle. Das heißt, du kannst von zu Hause aus auf jeden Fall arbeiten, musst dafür nicht umziehen oder in ein Büro kommen. Beim Individualtraining ähnlich, das kannst du eben bei dir vor Ort ausführen, da musst du nicht umziehen oder was auch immer für machen. Und wie Justin gerade schon gesagt hat, in unserem Team, alle, die da irgendwie dran beteiligt sind, die brennen auf jeden Fall für dieses Thema, die brennen darauf, andere Leute besser zu machen. Und das ist auch das, was wir verkörpern. Und wenn du auch so ein Typ bist oder auch dich quasi genau diese Leidenschaft treibt, dann solltest du dich auf jeden Fall bewerben und wir freuen uns riesig, dich kennenzulernen. Grüß dich, Luke. Das sind auf jeden Fall mal gute Voraussetzungen für einen coolen Job, beziehungsweise zwei coole Jobs. Ich denke, wenn man da fußballaffin ist, dann sollte man sich auf jeden Fall mit euch auseinandersetzen. Von daher, vielen, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Falls im Nachhinein noch Fragen kommen, würde ich sie euch einfach weiterleiten. Gerne. Ansonsten wünsche ich euch weiterhin viel Erfolg für euer Business und natürlich jetzt auch für die beiden Stellen, dass ihr die möglichst bestmöglich besetzt und ja, bedanke mich nochmal für die Zeit. Wir bedanken uns. Vielen, vielen Dank, dass wir da sein durften, Stefan. Gerne, bis dann, mach's gut. Bis dann. Ciao. Tschüss. Ciao. Ja.